Ja, und schon sind wir beim nächsten Tipp angekommen. Ihr seht hier rechts in Peters Hand diesen sogenannten Jaucheschöpfer, den er sich da gebaut hat. Und dieses Gerät ist wirklich echt cool. Ich muss sagen, das ist eine der klassischen Goldsucher-Erfindungen, die halt wirklich sonst nirgendwo wahrscheinlich auf der Welt zum Einsatz kommen, außer eben bei so verrückten Goldsuchern. Und dieses Gerät ist wirklich echt cool. Ihr seht es hier beim Arbeiten, also man kann damit, vorausgesetzt die Steine sind entsprechend klein, die wunderbar aus dem Bach rauskratzen und hat halt auch gleich Wasser mit dazu im Eimer mit drin. Und das spart natürlich viel Kraft und viel Zeit. Ja, und im Hintergrund sehen wir jetzt die Rinne, um die es hier im nächsten Abschnitt geht. Und zwar ist es die Gold Red aus Australien. Und die Einlage da drin ist eine sogenannte Dream Mate, also eine Traummatte. Ja, das Coole an dieser Waschrinne und an dieser Waschmatte ist, dass diese Vortex-Vertiefungen da drin so kleine Mini-Strudel sind. Dieses Prinzip funktioniert extrem gut. Aber man muss ein bisschen was an Vorarbeit leisten. Ihr seht hier Peter, wie er die Steine als Damm aufschüttet. Und das ist praktisch die Vorarbeit, die ihr in dem Fall immer machen müsst. Ihr braucht einen relativ konstanten Wasserfluss für diese Waschrinne. Das heißt also, es darf keine Unregelmäßigkeit im Wasserfluss geben. Das muss schön konstant durchlaufen. Und dann seht ihr, wie Peter jetzt hier das mit einer Schaufel gleichmäßig einschaufelt. Und da funktioniert die Waschrinne eigentlich am besten. Also ohne großartigen Stress sozusagen, immer schön gleichmäßig das Material einlegen und das wäscht sich dann der Reihe nach sauber aus. Es gibt tatsächlich aber auch Gebiete, wo das mit der Goldwaschrinne hier nicht so gut funktioniert. Und zwar immer genau dann, wenn jetzt zum Beispiel ganz lehmhaltiger Boden dort ist, weil dann diese Riffel einfach zukleben. Und das ist der Nachteil an so einer Matte. Aber das ist allgemein bei den Goldwaschrinnen so, sobald Lehm irgendwo im Spiel ist, dann wird es schwierig, dann wird es kritisch. Das ist so der Härtetest sozusagen. Obwohl, ich hab's jetzt schon ganz. Ja, jetzt noch was zu dieser Gummimatte. Diese Gummimatte ist natürlich schon ausgereift und auch jetzt nicht in der ersten Generation im Einsatz, sondern diese Matten, die sind natürlich auch schon länger im Einsatz. Und man muss natürlich sagen, es hat schon was für sich. Ne? Also so eine Matte, die hat natürlich schon den Vorteil, dass man sehr, sehr, sehr leicht Material auswaschen kann und die auch wirklich gut fängt. Vor allen Dingen ganz feines Gold bleibt da drin auch gut hängen. Aber es gibt natürlich immer diesen kleinen Aber. Das Aber ist in dem Fall das Gewicht. Also diese Gummimatte, die hat natürlich richtig Stärke, also die ist ja fast 2 cm dick und die wiegt natürlich entsprechend was. Also mit Leichtgewicht hat das Ganze natürlich nichts zu tun. Da gäbe es sicherlich andere Möglichkeiten, wie man sowas leichter bauen kann, aber die Waschrinne, die wiegt halt einfach 3-4 mal so viel wie andere einfache Rinnen. Also zum Beispiel so eine Goldsachsrinne, die ist ja mit 680 Gramm natürlich viel, viel leichter wie so eine Waschrinne. Und ja, man muss natürlich dann im Endeffekt für sich selber entscheiden, in welche Richtung das man jetzt gehen möchte. Ob man jetzt praktisch in so diese Gummimatten reingehen möchte oder ob man in den 3D-Druck reingehen möchte oder ob man in so eine, ja, so eine Bavaria-Waschrinne reingeht, die mit so Gummimattenprofil gebaut ist. Im Endeffekt ist es natürlich alles eine reine Geschmackssache oder eine, ja, wie so eine Art Fable, was jeder selber entwickelt oder selber Lust drauf hat, sowas mal auszuprobieren. Manchmal ist es ja auch so, dass man im Laufe der Zeit sich einfach an einem Produkt satt gesehen hat und einfach mal was anderes ausprobieren möchte. Also ich will da auch niemandem vorschreiben, was er jetzt an Waschmaterial oder Waschgerät einsetzt. Man kann ruhig mal was anderes ausprobieren und warum soll man sich nicht noch eine zusätzliche Waschrinne kaufen und die ausprobieren? Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, und ich denke, das ist eigentlich auch so der Hintergrundgedanke von mir gewesen, was ihr bei diesen Goldwaschrinnen-Videos jetzt hier im Endeffekt dann sehen könnt. Wenn ihr natürlich mit der Hand in eure Eimer rumgrabt und ihr habt solche schönen Scherben drin, macht natürlich total Spaß, ne? Also aufpassen.
rechts lassen. Über den rechts hoch. Entweder wie viel oder wie easy ist losgestellt, da war nichts mehr drin. Und deshalb hole ich die dann ab, ich spüre das. Das Ding bloß 45 cm Fangbereich hat. Ja. Ich bin vorschauen, das selbe Leid. Ich bin vor dir rumnackert. Ja. Da haben wir Welle, deswegen zieht es da hinten. Da haut so ein Spoiler raus hier, ne? Das müssen wir hier ein wenig höher machen. So, ja. So wird sie gut durchziehen. Also da unten könnte es sein, dass wir vielleicht einen Punkt haben. Okay. Kurz diesen Zwicker da vorne drauf. Das sind einfach Klammern, die mir. Also ich kann da Matte reintun, Pfanne als Vorschaubereich, was ich haben will, weil das ist nur geklemmt. Das kann ich jederzeit wieder runter machen. Ja, gute Idee, ne? Die Rinne weg, es fliegt kein Stein weg, ja. Legst die Rinne wieder drauf, ist wie vorher. Ja, okay. Da ist aber immer so ein Sack dabei, der nimmt keinen Platz weg, kein Gewicht. Ja, der Markus nimmt hier als Prospektionsrinne die Gold Red. Die kommt jetzt in dem Fall aus Australien. Also hat auch den kürzesten Weg sozusagen zu uns genommen, also voll ökologisch und so. Und ich habe uns jetzt hier mal so ein Ort vorbereitet, einfach links und rechts ein bisschen Material anhäufen, Rinne reinlegen. So, und dann schauen wir, dass die hier halb hoch im Wasser liegt.
Gut. Schau die Blach. Jawohl. Die Fälle. Vorne tun wir noch ein wenig hochgehen. Jawohl. So, und der Rest außenrum wird jetzt zugemacht. So, drinnen steht. Und jetzt geht's los. Jo, erstes Testpfännchen. Vielleicht der markante Black Sand. Ja, ein Fliegenschiss. Ja. Ein Fliegenschiss, okay? Ja. Ja, das ist einer hier. Ja, das ist einer hier. Jawohl. Ein Pünktchen. Erste Pfanne, ein Fliegenschiss, sehr schön. Also sehr präzise gearbeitet, muss man sagen. Passt genau, ne? Mhm. Deswegen schwimmen die da nicht auf, ne? Und die Klammern vom Bürobedarf für 89 Cent. Drei Stück. 12 Stück. 12 Stück. Machst du einfach hier ab. Wieder drauf. Fertig. Also die darf ich nämlich von hier rein. Da gibt's noch was.
wie gesagt, die bräuchte noch mehr Saft und Strömung oder den Steiler. Wahnsinn, der schwarze Sand, ne? Hammer. Hammer. Der Bach besteht nur aus schwarzem Sand. Zieh es jetzt einmal auf. Leck. Ganz schwere Material ist dann reinhalten. Sehen wir noch was. Black Sand. Tjo. Kein Punkt. Keine? Nada. Nix? Nix. Ja, da sehen wir es wieder. Die Anzeichen sind da. Der Bach ist goldführend, aber ob an der Stelle Gold ist, das ist der entscheidende Punkt. Und da muss man natürlich immer das auch im Gefühl haben und natürlich auch das erforschen, also prospektieren, erkunden, ob da was ist. Es muss nicht immer unbedingt in der Tiefe sein, das kann auch manchmal nur an der Oberfläche liegen. Wir hatten ja vorhin den ersten Punkt in den oberen 20 cm. Das war jetzt eine Tiefenprospektion auf 50, 60 cm ungefähr. Aber nichts drin, außer Black Sand. Ja, jetzt kann man natürlich zum Abgleich noch mal aus der oberen Schicht was nehmen. Das können wir jetzt nochmal machen. Und wenn auch da nichts drin ist, verlagern wir unseren Standort und gehen woanders hin. Er macht jetzt die Zweitkontrolle. Nichts mehr. Nicht einmal Minipunkt. Oder da oben ist ein Minipunkt. Ich bitte euch, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und natürlich vergesst das Abo nicht. Subscribe den Kanal. Ein winziger. Und wenn ihr noch Lust habt, dürft ihr natürlich gerne auch kommentieren. Aber das wenn ihr Vorschläge habt für irgendwelche Waschrinnen, die noch gezeigt werden sollen, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Der ist so mini, dass er schon wieder verschwunden ist. Ne? Einmal quer durch. Heute geht es um die Gold.